Hi, Andrzej hier für Mobile Geeks, noch immer auf der IFA. Vielen Dank für die Unterstützung hier an Asus und Mercedes-Benz. Wir sind immer noch am Stand von Sony und diesmal wollen wir uns das Sony Xperia Z3 anschauen, also das neue Flaggschiff-Smartphone der Japaner. Und ja, das Z3 ähnelt ein bisschen dem Z2, ist aber da trotzdem ein ziemlich schickes Smartphone, wie ich eigentlich finde. Wir haben hier ein 5,2 Zoll großes Display, allerdings mit keiner QHD-Auflösung, wie wir es vom Note 4 oder LG G3 kennen. Also nur Full HD auf 5,2 Zoll ist dann dennoch eine nette Pixeldichte, würde ich mal sagen. Hier drin steckt ein Snapdragon 801 Quad-Core-Prozessor, dessen vier Kerne bei 2,5 GHz getaktet sind. Und dazu gibt es 3 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher, der aber um bis zu weitere 128 GB über eine MicroSD erweitert werden kann. Natürlich ist das Sony Xperia Z3 wasserdicht, wie auch beim Vorgänger. Es ist gegen Wasser und Staub geschützt, kann also auch mal mit in die Badewanne genommen werden, wenn man denn möchte. Gut, gehen wir mal ein bisschen um das Gerät herum. Wir haben hier oben eine Frontkamera, dann unten nur ein Mikrofon. Hier an der Seite ein extra Button für die Kamera, eine Lautstärkewippe, ein Power-Button und ein MicroSD sowie SIM-Karten-Slot natürlich. Hier haben wir dann ein Headset-Port. Und an dieser Seite ein Micro-USB-Anschluss und einer für Zubehör. Das war's auch schon. Auf der Rückseite sitzt eine 20,7 Megapixel-Kamera mit einem recht großen Sensor und darunter sitzt ein LED-Blitz, wie ihr hier seht. NFC ist natürlich typisch Sony auch dabei. Das Xperia Z3 ist ein bisschen dünner als der Vorgänger, allerdings nur wenige 0, Millimeter. Es ist nämlich 7,3 mm dünn, das ist natürlich dünn, eben ein bisschen dünner als der Vorgänger und mit 152 Gramm meine ich auch recht leicht. Auf jeden Fall ein nett verarbeitetes Smartphone, würde ich sagen, eben typisch Sony, also viel hat sich beim Design, wie ihr sehen könnt, ja nicht getan. Hier drauf läuft natürlich Android 4.4 KitKat und das wurde von Sony wieder angepasst, so wie wir die Oberfläche kennen. Es gibt eigene Programme, eigene Widgets und so weiter, die eben hier alle vorinstalliert sind. Nichts großartig Neues, würde ich mal behaupten, sondern eben das, was wir so kennen. Gut, ich bin Andrzej für tabletblog.de. Das hier ist das Sony Xperia Z3. Vielen Dank fürs Zusehen.